Ja. So. Ist für mich? Ist unser Geschenk? Ist euer Geschenk. Eure Torte. Guck mal deinen Platz an, mein Lieber. Oh, f***, Alter. Ja, das war super. Das ist ein Problem. Ja, super, weil ich hier wieder die ganze Scheiße wegmache. Ja, also wirklich Freude hier. Also. eine schöne Stimmung, also wirklich toll. Hey, Johannes, ja, hast du gesehen, was angekommen ist? Ich möchte mit meinem Geburtstag auch ein paar Pakete bekommen. Ich will das hier auch noch mal kurz den 18. Mai teasern. Wir sind alle schon vor Neid fast geplatzt, weil guck mal, was Hannes hier für Pakete bekommen hat. Wir dachten, wir gucken nicht richtig. Das ist alles von euch, das habt ihr einfach rausgeschickt. Also, Mensch. Jetzt durch. Ich packe jetzt Pakete aus. Ich weiß gar nicht, wie viele sind es geworden am Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mal bestimmt richtig geile Sachen. Ich werde das wie folgt machen und mir hier das Sofa einrichten. Und auf dem Sofa jetzt meine Auspackstation machen. Und dann werde ich erstmal von jedem Einzelnen die Absenderadresse mit Postleitzahl, Straße und Name alles vorlesen. Und auch hier nochmal einblenden. Du musst vorher mit dem Edding drüber und alles schwärzen. Ganz einfach. So, 12 Pakete mit ehrlichen Schmerzen. Oh Gott, oh Gott. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? 12 Pakete, 12 Pakete Schmerzen. Wie soll ich das denn schaffen? So, die Sachen sind abgeklebt, jetzt geht's los. Ich bin tatsächlich schon echt gespannt. Gar nicht mehr nachlesen, wer es geschenkt hat, ne? Ja, musst du immer so drunter pieken. Ich bin so aufgeregt, dass ich pinkeln muss. Der gute Thomas W. Wenn ich schaffe es hier live, mich komplett zu schneiden mit dieser Schere. Hallo Hannes. Auch aus dem Allgäu sollen dich liebe Geburtstagsgrüße erreichen. Ich hoffe, du kannst mit diesem kleinen Präsent etwas anfangen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und die Erfüllung deiner Wünsche zu deinem Geburtstag. Bleib wie du bist, Thomas, der Bodenseher. Oh. Ich glaube, das haben wir im Podcast gesagt. Kann oder? Sein, ja, ich esse den ja auch gerne mal. So habe ich auf jeden Fall eine Note. Alter, das wird nie wieder ausgehen. Voll geil, Mann, Alter. Ich bin übelster Goldbarren-Fan. Ich bin total der Goldbarren-Fan, falls einer fragt. Ja, Julian steht total auf Goldbarren. Er ist richtig süchtig nach Goldbarren. Jeden Morgen macht er einen neuen auf. Ne, 500-Euro-Gutschein. Für Nutella. Ach Quatsch, guck mal. Direkte Jahresration, Lavello. Was ist das denn? Lavello, aber all in. Kali ist direkt all in gegangen. Das ist ein Dröhig, was machst du, ne? Cappuccino-Pause? Hat jetzt perfekte Trinktemperatur. Was trinkst du da für einen Kaffee? Ah, Chocolate. Chocolate Chillout oder so heißt der. Habe ich aus dem Shop bestellt. Ist lecker. Ist lecker? Wie sieht denn der aus? Gut. Ey. Was hast denn du? Telefon klingelt, sorry, Jürgen. Sizzle Brothers, hier ist Alex, moin. Kannst du dir nicht ausdenken. So, alle 3 Minuten ist hier was. Ich hab extra die Haare gemacht. Ich hab hier ein 3D gedrucktes Discord Sizzle. Alter, Logo. Geil, ey. Das ist ein Knaller, ne? Das ist geil, ne? Jetzt ist es so weit krass. Was ist da? Oha, guck mal, ein Eichhörnchen. Nicht bewegen, nicht bewegen. Nicht bewegen. Wie geil ist das denn, ey? Das Eichhörnchen will unsere Kuchen klauen. Geil. Das ist ja niedlich. Ja. Ich will grillen! Es geht zum Grill da hinten! So, Bestandsaufnahme. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13? Habe ich mich verzählt? Es waren doch nur 12 Pakete, oder? Es sind 13 Gläser Nutella geworden. Es waren scheinbar 13 Pakete. 11 Mal Labello. Gummibären. Und ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank an alle. Ich glaube, ich kann nicht. Ich habe nicht jeden erwähnt. Es kommt alles vom Discord. Wer bei uns nicht auf dem Discord ist, ihr dürft gerne auf unseren Discord-Server joinen. Und ja. Labello ist Jahresvorrat. Wenn ich abends mal mit dem Heißhunger aufwache, schwierig. Also an alle, die mitgemacht haben, vielen lieben Dank.
Ihr wisst es jetzt, Julian hat am 19. Juli Geburtstag und steht total auf Goldbarren Feingold. Bei ihm ist es so, er mag einfach rohes Lamm im Paket. So, Wetter ist herrlich, wie ihr sehen könnt, neuer Tag. Gestern hat es noch fleißig Pakete ausgepackt. Heute packen wir gleich das Paket aus, was da hinten ist. Da meine ich nicht Alex, sondern... Alter. Ach du Heiland. Ey Leute, Wahnsinn ey. Wir haben hier auf jeden Fall 4 Kilo Schweinebraten vergrillt und der ist gleich fertig. Wir machen jetzt den letzten Shot, dann werden wir ihn runternehmen und essen. Den wollten wir euch aber nicht vorenthalten, weil wir gedacht haben, das ist ja wohl noch mal so ein Ding, das kannst du mal noch mal in den Block bringen, oder? Sag doch mal ehrlich, ne? Er ist konzentriert jetzt. Hey Leute, Leute, er ist jetzt gerade konzentriert. Kann jetzt nix. Ich krieg das alleine jetzt nicht hin. Pass auf, warte. Ich muss mich anschleichen. Oh, guck dir mal an, wie das da tropft. Guck dir den Braten, Alter, Junge. Alter, was sagt dich? Ey Hannes, er sieht fantastisch aus. How looks it out? What? How looks it out? Alter, sieht er geil aus. Das habe ich übrigens fachmännisch abgebunden. Ne? Also wenn jetzt einer sich fragt, wieso sieht der Braten so fantastisch aus, das ist meine Bindetechnik gewesen. Ich habe da alles reingesteckt an Wissen, was ich hatte. Ich kann dir als kurzen Einblick sagen, dass Julian sich jetzt auch ein Mikrofon umschneiden darf, denn wir haben 75 Grad, die wollten wir. Und ja, jede Minute länger wird der Braten nicht besser, sage ich immer. Was? Menschen sind immer auf der Suche nach und...